Willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, bei Dwarf Fortress. Ja, unser Fort wird immer größer und immer besser. Aber wir haben noch einiges zu tun, damit es ein wirklich sicheres Fort wird. Zum einen wollen wir endlich mal Wasser, ein eigenes inneres Wasserbecken, ins Fort bauen, damit wir definitiv nicht mehr hier raus müssen zum Wasser holen und zum Fischen. Deswegen legen wir hier diesen Raum an. Gut, aber lassen wir einfach mal jetzt weiterlaufen und unsere Miner sich um den Raum kümmern. Währenddessen können wir mal kurz hochgucken, wie weit sie hier sind. Hier sind die Räume ausgehöhlt, aber noch nicht wirklich fertig. Also die, beziehungsweise die Räume sind fertig. Hier, diese Räume sind nicht fertig. Also die Räume sind fertig, dass die Baumfarm dort gemacht werden kann. Und hier ist eigentlich alles in Ordnung. Bodenplatten werden gelegt, wo sie gelegt werden sollen. Mal kurz gucken, was meine Masons so machen. Die detaillieren noch den Floor, also hier. Damit wir hier sehen können, wo wir Bodenplatten legen müssen und wo wir keine legen müssen. Gut. Gucken wir mal nach unten. Hier haben wir ja angefangen, einen Raum auszuhüllen für Lehm und für sagt's mir, für Knochen. Und hier wird gerade Charcoal gemacht. Gut. Und zwar von einem unserer Woods. Gut, gut. Wie sieht es mit Aufträgen aus? Es werden noch Rockblocks, Charcoal und wurden Bins hergestellt. Ja, sehr gut. Steine haben wir auch mehr als genug. F3, gehen wir mal wieder zu dem Raum. Der wird langsam auch immer größer. Und wenn wir schon mal dabei sind, eins runter. Hier brauchen wir Workshops. Workshop. Und zwar brauchen wir erst einmal einen Juwelier. Aber nicht aus Silberbarren und auch nicht aus Kopferbarren, sondern einfach aus Granitblöcken. Sehr gut. Und noch einen Juwelier. Daneben auch aus Granitblöcken. So. Dann brauchen wir noch einen Glas. Warum gibt es sowas überhaupt? Oder ist das im Schulraum mit drin? Quern Millstone brauchen wir nicht. Forge Schulraum wird gebaut. Tanner. Ja, Still haben wir. Asher. Dort wird Potasche gemacht, die brauchen wir, glaube ich, für Glasherstellung. Dire Soap Maker, Seifenmacher. Nee, sorry, dann bauen wir die mal hier drüben hin. So. Aus Granit. Und wir brauchen einen Barrel. So. Und ein Bucket. Okay. Dann lassen wir das mal bauen. Wir haben aber, glaube ich, keinen Potash Maker. Den müssen wir auch noch erst den Auftrag erst einen zuweisen. Ich glaube, das machen wir, lassen wir unsere Glasmacher dann noch machen. Und wir kriegen Stray Dogs. Wir bekommen Hunde hier. Ja. Wieder mehr erwachsene Hunde und die werden dann hoffentlich bald wieder Welpen zur Welt bringen, weil ich sehe hier gerade gar keine Welpen. Wahrscheinlich, weil ich jetzt gerade die ganzen Hunde hier zur Schlachtung freigegeben habe. Aber es sind genug männliche und weibliche Hunde da dazwischen. Also werden garantiert wieder Welpen rauskommen. So, meinem Wachhund hier geht's gut. Meinen beiden Spähhunden hier geht's auch gut, die auf
Dingsies achten, auf Goblins und andere Eindringlinge. Alles gut. Was sagt dieses Ding hier eigentlich? Hier liegt ein Haufen verbotenes Granit, das wir mal wieder claimen können. Aber machen wir das allgemein mal ganz schnell. Designation, Building Item Property, Reclaim. Hier alles bitte so. Gut, wir haben noch zwei Betten, sehe ich gerade. Was macht der Raum hier unten? Der ist fertig. Also wieder Designation, Building, Dump Items. Einmal leer machen, bitte. So. Und jetzt gucke ich mal hier hoch. Jawohl, jetzt wird endlich auch mal der Raum hier ausgehoben. Und wir haben eine menschliche Karawane. Also zum Depot. Trader anfordern. Und wir hätten gerne unsere Crafts-Kisten. Alle im Depot. So. Wow, wir haben jede Menge Crafts-Kisten zurzeit. Und wir sollten demnächst mal mit der Schatzkammer beginnen. Also gebe ich mal einen neuen Mining-Befehl und mache die Schatzkammer direkt gegenüber von unserem von den Gemächern unseres Anführers. So, so. Das wird die Schatzkammer werden. Zwei Türen in den Weg und gut ist. Und dort werden wir dann einen Stockpile einstellen, der alles annimmt, aber nur von Artefaktqualität. Und da liegt was herum. Ist das ein Bolzen? Ema Imast. Interview. Ach, das ist das Gabbro-Zepter. Gut. Auch gut zu wissen. Wie weit sind sie hier mit dem Floor Detailing? Auch immer, kommen auch immer weiter. Sehr schön. Wie weit sind sie mit den Floors hier? Da geht es langsam voran. Wahrscheinlich, weil immer noch. Wahrscheinlich, weil sie mit dem Floor Detailing da oben beschäftigt sind und noch Blockpots machen. Nö. Nee, nur noch einen Block haben sie zu machen. Während meine Woodworker hier fleißig am Holzsachen erstellen sind. Oh, und ich habe herausgefunden, Bars Blocks, wo sind sie? Ich habe mir es wieder eingefallen, wofür der Pick Iron da ist. Und sie haben einen Dieb, und die Menschenkarawane hat einen Dieb gefunden, der gerade getötet wird. So. Das kommt uns zugute. Oder auch nicht, weil er nicht viel verloren hat. Außer einem Large Iron Dagger, den wir gerne claimen würden. Gut. Nehmen wir mal F, gucken mal. Traded Depot. Okay, mein Leader ist schon mal am Depot. Und wartet darauf, dass gehandelt wird.
Das nächste, was ich mache, ist kurz mal gucken. Link, link, link. Kurz gucken. Du gehst, soweit ich weiß, ja, du in der Mitte, gehst zu der Brücke, zu dieser Brücke hier. Deswegen wirst du jetzt erstmal abgerissen von einem Mechaniker. Und dann kommst du hier oben hin, sodass von unserem Panic Room aus jederzeit diese eine Brücke hochgehoben werden kann. Und meine ganzen Zwerge sind damit beschäftigt, Steine zu schleppen. Ja, wie ein riesiger Ameisenhaufen. Sehr gut, und die Karawane ist schon mal da. Aber sie sind noch beim Auspacken. Oh, sie kommen sogar mit Karren. Und es sind ziemlich viele Steine, muss ich anmerken, die da gerade gedammt werden. Es sind sogar noch einige übrig. Aber ja, wir müssen die Steine da erstmal wegschaffen. Dann müssen wir channeln und dann müssen wir die Steine nochmal wegschaffen, die beim Channeln entstanden sind. Aber währenddessen haben meine beiden Miner mal Zeit, hier oben alles auszugraben. Und der Boden hier sieht komisch aus. Sand? Und noch mehr Sand. Das finde ich gar nicht mal so schlecht, dass hier Sand ist. Weil durch Sand können wir unser eigenes Glas machen. Und zwar bauen wir Furnaces, ist eh. Können wir hier noch ein Glasfurnace hinstellen. So. Den bauen wir aber garantiert nicht aus Charcoal, sondern aus Granit. So, der braucht Architecture, okay. So, das nächste, was wir machen können, ist in der Smeltery. Smeltohr. Genau. Machen wir das mal kurz breiter hier, dass man es lesen kann. Make Bismut Bronze Bars. Make Billion Bars. Bronze Barren. Ich glaube, das können wir mit Kupfer und Zinn, aber wo sind die Steel Bars? Genau, Steel Bars. Ach Mist, dafür brauchen wir Flagstone. Ja, das ist nämlich das, wofür wir Pig Iron brauchen. Wie man hier sehen kann, wir brauchen Eisenbarren, Pig Iron und Flagstone, also sowas wie jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube Marmor oder Kalk. Bronzebarren könnten wir aber herstellen. Wollen wir aber nicht. Okay. Das wieder normal machen, weil wir haben, glaube ich, wenn ich in die Stocks gucke. Bars. Haben wir Kupferbarren und wir haben einen Zinnbarren. Wir haben sogar Sterling Silber. Black Bronze, ja, okay. Seid ihr jetzt bereit zum Handeln? Ja. Okay, wir nehmen schon mal den Bronze, den Eisenbarren. Das sind nämlich die Barren, die sie haben. Elektrumbarren. Brass brauchen wir nicht so unbedingt. Können wir das irgendwie breiter machen? Nö. Blöcke brauchen wir nicht. Clay haben wir jetzt ein bisschen was. Ah, aber das Glas nehmen wir mal zur Sicherheit.